Hey Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir das erste Mal mit meiner FPV-Drohne fliegen und ich nehme euch mit. Also lasst uns gar nicht weiter drum herum reden und wir gehen erstmal zur Location und schauen uns an, wo wir heute fliegen wollen. So, dann bin ich jetzt ready für den ersten Flug. Wir sind hier an der Location und ich setze jetzt mal alles auf und dann würde ich sagen, starte ich das Ganze mal. Dann... Der Wind ist halt ganz schön stark. Scheiße. Gut, das war wohl der erste Flug. Der erste Flug war wohl nichts. Ich hatte vergessen, die Antenne ranzumachen. Ich bin natürlich ein Trottel. Okay. So Freunde, da melde ich mich nochmal aus der Editing Booth und nochmal so ein kleines Fazit geben. Also ich hatte ja dann noch einen Akku geflogen. Es war halt super, super windig. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Dadurch war es relativ schwierig, die Drohne wirklich gut steuern zu können. Ich war auch noch ein bisschen aufgeregt. Der erste Crash war mehr oder weniger ein Fehler, weil ich die Antenne nicht richtig raufgeschraubt hatte oder überhaupt nicht aufgeschraubt hatte auf den Kopter. Ich war sowieso verwundert, dass es überhaupt funktioniert hat. Ja, und da ist einfach das Verbindungssignal abgebrochen und gut, dann ist der... Kopter dann halt auch abgestürzt. Bei den anderen zwei Flügen war es dann eher immer so das Problem, sage ich mal, dass das Landen noch nicht so gut funktioniert hat. Da muss man sich einfach ein bisschen dran gewöhnen, aber das war, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Ich muss aber auf jeden Fall sagen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich werde es auf jeden Fall noch weitermachen. Es war ein relativ langsames Cruising. Ich habe dann nochmal versucht, ein paar schon mal so leicht durch Bäume durchzufliegen, aber halt mit sehr, sehr viel Abstand, einfach um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen. Ihr bekommt auf jeden Fall nochmal demnächst einen kleinen Zusammenschnitt von so ein paar weiteren Flügen, die ich gemacht habe. Und ja, ich hoffe mal, man kann dann vielleicht einen kleinen Fortschritt sehen. Ich hatte die ganze Zeit die Drohne im Angle-Modus. Also ich bin auch nicht im Akro-Modus geflogen, aber ich glaube, das wäre bei dem Wind, also es waren wirklich, keine Ahnung, 35, 40 km/h Windstöße. Das wäre definitiv nicht gut geworden, glaube ich. Also da hätten wir, da hätte ich die Drohne gleich gecrashed und ich hätte nicht die ganzen... Akkus fliegen können. Von daher war das, glaube ich, so schon ganz gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen wundervollen Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.